Kumpan ist ein deutscher Hersteller von Elektrorollern aus Remagen und sie bieten ihr Modell in verschiedenen Versionen. Das heißt, es ist der gleiche Roller vom Aussehen her, aber mit unterschiedlicher Technik, sodass für jeden Geldbeutel und für jede Führerscheinklasse und das, was man halt haben möchte, irgendwas dabei ist. Ich hatte jetzt hier das Topmodell, also den 54 Ignite bei mir im Test. Der fährt bis zu 100 km/h und 100 km weit. Eine genaue Aufschlüsselung, welches Modell jetzt genau was kann, findet ihr am Ende des Videos nochmal. Vom Design her orientieren wir uns hier so ein bisschen am Vespa-Design. Traditionelles Vespa-Design, ja, ich glaube, der Einfluss ist relativ gut erkennbar. Wir haben eine LED im Lenker vorne, das heißt, wir haben mitlenkendes Licht, was sehr praktisch ist und meines Empfindens nach eher selten, aber halt auch so ein bisschen Vespa-typisch, sage ich mal. Ne? Und wir haben natürlich dieses grau-rote Design, was so ein bisschen doch hervorstechend ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das hier objektiv ein hübscher Roller ist. Ja, auf jeden Fall ein Roller mit Stil. Der Roller ist made in Germany, wird in Remagen hergestellt. Viele Teile kommen aus dem Inland und 80% der Teile kommen zumindest irgendwo aus der EU. Was natürlich richtig gut ist und auch der lokalen Wirtschaft hilft. Die Sitzposition ist mit 80 cm sehr angenehm. Das heißt, auch kleinere Menschen können problemlos mit dem Roller fahren. Er wiegt 82 Kilogramm und man kann bis zu 3 Akkus reintun, wovon einer jeweils 10 Kilogramm wiegt. Standardmäßig dabei sind übrigens 2 Stück. Ja, und ich kann mir einen dritten konfigurieren, wenn ich den nutzen möchte. Ein paar Dinge, die ich witzig finde, ist zum einen, es gibt ein Handschuhfach. Das kann ich zwar leider nicht abschließen und es ist auch ein bisschen schwer zuzubekommen. Also es geht manchmal und manchmal braucht ein paar mehr Versuche. Aber drin gibt es einen USB-Port, um halt zum Beispiel ein Handy beim Fahren zu laden, wenn ich es als Navigationsgerät benutze. Und wir haben einen Becherhalter unten zwischen den Beinen. Auch was, was ich noch nie in einem Roller gesehen habe. Voll witzig. Ansonsten kann ich mir vorne auch einen Aluhaken dazu konfigurieren. Das heißt, wenn ich da irgendwas zwischen meine Beine hängen möchte, kann ich das machen. Alle Informationen sehen wir aber auf dem Touch-Display, was wir oben im Lenker integriert haben. Und das ist richtig cool, weil es reagiert richtig gut und ich kann darüber alles einstellen. Ich kann es auch über diese Navigationstasten am rechten Lenker, an der rechten Lenkerseite einstellen. Mit Winterhandschuhen ist das jetzt nicht wirklich gut möglich. Aber wie gesagt, entweder dort oder über ein Touchscreen. Allerdings muss ich sagen, dass das Display von der Helligkeit her nur okay ist und sehr stark spiegelt, was es vor allem bei Sonnenschein teilweise sehr schwer ablesbar macht. Ja, wenn keine Sonne scheint, absolut problemlos, aber wenn Sonne scheint, sieht man vielleicht auch hier, wir haben versucht ein paar Aufnahmen zu machen, man sieht im Endeffekt nur den Kameramann und naja. Links finden wir die Hupe, Blinker, Licht und die eine Bremse. Auf der rechten Seite dann den Notausknopf, bei dem immer der Warnblinker angeht, das Bedienpad, der Tempomat und natürlich die andere Bremse und weiter unten auch den An-Aus-Knopf. Ansonsten haben wir natürlich unsere Fußablage, die ich persönlich ein bisschen rutschig fand. Und dann haben wir auch die Sozius-Fußablage, die meines Empfindens nach einrasten sollte. Also die flappt da so ein bisschen rum. Das wirkt jetzt nicht super wertig. Leistungsmäßig befinden wir uns hier in der 125er Klasse. Wie gesagt, es gibt auch noch 45er Roller, die ich einfach mit dem normalen Autoführerschein fahren kann. Aber um den hier fahren zu können, brauche ich entweder A1 oder halt die Führerscheinerweiterung B196. Der Radnabenmotor liefert hier 7 Kilowatt Dauerleistung oder 9 Kilowatt Peak Leistung und damit schaffe ich es laut Tacho auf 112 km/h, zumindest das, was ich gefahren bin. Und das ist dann laut GPS ziemlich genau 100 km/h. Also es passt tatsächlich ziemlich gut. Was ich ein bisschen schade fand, der Roller hat ja eigentlich schön Leistung, aber beim Starten merkt man davon noch nicht so viel. Also so bei 30, 35 fängt er dann auf einmal an zu ziehen. Das ist halt schade, weil in der Stadt, wenn ich halt an der Ampel stehe, da wünscht man sich manchmal noch ein kleines bisschen mehr Abzug. Wir haben insgesamt 4 Fahrmodi, nämlich einmal Eco, Comfort, Sport und Regen. Und laut GPS-Werten fährt er im Eco-Modus 50, im Comfort- und Regen-Modus fährt er jeweils 75 und im Sportmodus 100 km/h. Und der Regenmodus ist natürlich da, dass man beim Anfahren nicht wegrutscht, also da beschleunigt er nochmal ein bisschen vorsichtiger. Insgesamt können 3 Akkus oder wie Kumpan sie noch nennt, Kraftpakete eingelegt werden. 2 kommen standardmäßig mit hier bei der größeren Version, bei den kleineren Versionen teilweise nur einer. Ich brauche aber mindestens 2 Akkus, um im Sportmodus fahren zu können. Und ein Akku ist halt mit 1200 Euro ganz knapp drunter, 1189 glaube ich, also 1200 Euro wirklich nicht günstig und das ist schon ja, eine Überwindung. Ja. Aber wie ist denn das Handling? Also Fahreigenschaften sind schön. Ich finde, er fährt sehr angenehm. Ich fühle mich darauf sicher. Aber er fühlt sich halt nicht wie ein Motorrad an. Also je größer die Räder sind, desto stabiler liegt ihr so ein Zweirad auf der Straße. Wir haben hier hinten ein 12 Zoll Rad mit Radnabenmotor und vorne ein 11 Zoll Rad. Und damit verhält er sich vom Verhalten doch eher wie so ein 50 Kubik Roller. Ist damit eher quirlig. Ich habe mich nicht unsicher gefühlt, aber ist halt gut für die Stadt. Ne? Ich bin sehr wendig, aber ist halt nicht so diese stabile Lage wie auf einem Motorrad. Bei Elektrorollern immer noch mal den Hinweis, vorsichtig fahren wegen Fußgängern, weil die hören einen nicht.
Das ist tatsächlich, da muss man ein bisschen aufpassen. Man kann auch die Rekuperation einstellen. Also die geht immer an, wenn ich vom Gas gehe. Wie stark das ist, ich persönlich mag das nicht so sehr. Ich mag das lieber, wenn man in der Stadt segeln kann. Einfach weil man sonst immer wieder so nach vorne gedrückt wird. Man kann das aber einstellen, was ich sehr cool finde. Ansonsten ist natürlich der Tempomat nice in der Stadt, ne? Also wenn man irgendwie in der 30er-Zone ist oder einfach nur maximal 50 fahren möchte, ist das damit problemlos möglich. Oder ich nutze halt zum Beispiel den Eco-Modus. Kann ich natürlich auch machen. Aber Tempomat ist einfach praktisch, wenn ich auf eine bestimmte Geschwindigkeit gehen möchte. Und ansonsten bietet Kumpan auch einen Bergfahrassistenten an. Das heißt, der hält den Roller, wenn man am Berg steht, sodass man dann nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen muss, sondern das macht er halt von alleine, was sehr praktisch ist. Konnte ich leider nicht testen, weil hier bei uns gibt es einfach keine Berge in der näheren Umgebung. Sorry, Flachland. Wenn ich losfahren möchte, dann brauche ich hier keinen Schlüssel, sondern es gibt eine Keycard, die ich unten an den Lenker halten kann. Aber das, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einfach die Schlüssel-App runtergeladen, die Kumpan Key-App. Und damit nutzt er dann das Bluetooth vom Handy. Das heißt, ich muss einfach nur auf den Anknopf drücken und solange mein Handy in der Nähe ist, geht das Ding einfach an und ich kann losfahren. Was super praktisch ist und meiner Meinung nach, so sollte das sein. Ja, ich sollte einfach hinkommen, an und ich kann losfahren. Perfekt. Praktisch ist auch, es gibt ein automatisches Lenkerschloss. Das heißt, ich lenke einfach ein und drücke dann lang auf den Ein-Aus-Knopf. Und dann geht er aus und dann irgendwann blinkt es nochmal und dann macht tick, 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 tick und dann ist das Lenkerschloss drin, was richtig cool ist. Wenn mein Roller jetzt leer sein sollte und er geht nicht an mit Karte oder mit Handy, dann gibt es noch einen Notschlüssel, da kann ich dann in dem Handschuhfach kann ich da unten reingehen, es aufmachen, damit kann ich hinten dann die Sitzbank aufmachen und da dann meine Akkus reinstecken, wenn da gerade keine drin sind oder sie halt rausholen zum Laden und so kriege ich den Roller dann auch wieder an und das hat bei mir immer problemlos funktioniert. Ich wünsche mir an der Stelle noch, dass es eine Alarmanlage gäbe, die ist hier nämlich nicht drin, das fehlt mir leider. Angegeben ist der Roller mit zwei Akkus mit 50 bis 60 Kilometer Reichweite. Ich hatte jetzt hier drei Akkus drin und bin auch tatsächlich immer nur mit drei Akkus gefahren, aber bei 4 Grad bin ich ca. 40 Kilometer gefahren und hatte danach noch ungefähr 40% Akku. Also ist so realistische Reichweite von ungefähr 60 bis 70 Kilometern. Da war aber auch Autobahnfahrt dazwischen. Und ich sag mal so, viel weiter fahre ich im Alltag mit einem Roller auch nicht. Ja, ich mit meinem Elektroroller, den ich privat besitze, fahre sehr selten über 30 Kilometer am Tag. Es kommt vor, aber es ist sehr selten. Hier ist es so, alle Akkus ziehen gleichzeitig Strom, ja, zumindest ab den höheren Rollern, also hier bei dem auf jeden Fall. Bleiben wir hier bei dem Roller. Also alle Akkus können gleichzeitig Strom ziehen. Ich kann aber auch Akkus auf dem Display sperren. Wenn zum Beispiel einer weniger Akkustand hat, dann kann ich den sperren und erstmal nur die anderen beiden verwenden zum Ladung ziehen und wenn die dann ungefähr gleich sind, den wieder anschalten, was sehr praktisch ist. Thema Selbstentladung ist ja bei Elektrorollern auch immer so ein Ding. Ich habe jetzt hier zwischen 3 und 4% am Tag gemessen. Das ist meiner Meinung nach noch im Rahmen. Natürlich können die Akkus zum Laden entnommen werden, was meiner Meinung nach super wichtig ist in der Stadt. Und dann habe ich verschiedene Auflademöglichkeiten. Zum einen kann ich einfach das normale Ladegerät verwenden und das einfach unten an den Akku anstecken. Dazu muss ich ihn hinlegen. Ja. Oder ich kann mir das Schnellladegerät kaufen, womit es doppelt so schnell lädt. Oder ich kann mir das dreifache Ladegerät kaufen, wo ich einfach alle drei nebeneinander hinstellen kann. Allerdings hat es bei mir auch wirklich nur geladen, wenn alle drei Akkus drauf waren. Es lädt dann erst den niedrigsten bis zum nächsthöheren. Dann lädt es die beiden weiter bis zum nächsthöheren und dann alle drei. Ja, so funktioniert das. Oder aber, und das gibt sehr viel Flexibilität, ich kann einfach vorne an den Roller gehen und da das Kumpan-Logo aufklicken und da dann das Ladegerät anschließen und damit auch im Roller direkt laden, was sehr praktisch ist. Das heißt, ich habe hier die volle Flexibilität, wie ich es auch gerne machen möchte. Wenn wir uns das Ladegerät mal angucken, das Schnellladegerät sieht meiner Meinung nach sehr skurril aus, oder? Bin das nur ich? Ich finde, es sieht ziemlich skurril. Es sieht cool, aber sehr skurril aus. Ein Akku lädt von 0 auf 100 in 4,5 Stunden, aber von 10 auf 80%, was eher so das realistische Szenario ist, in 2,5 Stunden. Das Schnellladegerät lädt ziemlich genau doppelt so schnell und alle drei Akkus dann in 6,5 Stunden. Okay, was gibt es sonst noch zu sagen? Kumpan hat ein relativ gutes Händlernetz in Deutschland. Also ich sollte eigentlich immer jemanden bei mir in der Nähe haben, der sich um meinen Roller kümmern kann. Aber wenn ich irgendwo wohne, wo das nicht so ist, kann ich mir auch jemanden nach Hause kommen lassen, der halt die Sachen übernimmt. Was ich ziemlich cool finde, also ein cooler Service. Der Roller bietet quasi keinen Stauraum, was immer so ein großer Kritikpunkt bei mir von den Elektrorollern ist, weil ich will mindestens meinen Helm dort unterbringen. Ich kann mir direkt bei Kumpan auch ein elektrisches Topcase mit dazu kaufen, was ich dann auch über den Touchscreen steuern kann. Aber mit 500 Euro ist das schon ziemlich teuer, meiner Meinung nach. Es gibt auch eine App, die hat allerdings nicht wirklich viele Funktionen. Also ich kann mir anzeigen lassen, wie viel Akku mein Roller gerade hat und ich kann ihn von dort aus anmachen. Theoretisch kann ich mir auch anzeigen lassen, wie die Trips sind. Das hat bei mir leider nicht funktioniert. Und ich kann mir auch zeigen lassen, wo der Roller gerade steht, was praktisch ist, falls er doch mal geklaut werden sollte. Er kann auf jeden Fall getrackt werden. Kommen wir mal noch kurz zu den Versionen der Roller, die ich schon am Anfang mal angeteasert hatte. Also, es gibt 4 Versionen. Die günstigste kostet 4.000 Euro, fährt 45 km/h und hat 3 Kilowatt Leistung und kommt mit einem Akku. Ich kann einen zweiten dazu kaufen. Ich muss dann
allerdings händisch wechseln, wenn der eine Akku leer ist. Ab 5000 Euro bekomme ich einen 45 km/h Roller, der beide Akkus gleichzeitig entladen kann und 4 Kilowatt Leistung hat. Für 6000 Euro bekomme ich dann einen Roller, der 70 km/h fahren kann und standardmäßig mit 2 Akkus kommt. Und dann für 7000 Euro bekomme ich halt hier die 100 km/h, die auch standardmäßig mit 2 Akkus kommt. Ich muss sagen, ich finde, es ist ein sehr schöner Roller. Er sieht gut aus, er fährt schön, er hat herausnehmbare Akkus, leider keinen Stauraum, aber er sieht ordentlich aus. Mein Exemplar hier war sehr gut verarbeitet und ich kann da nichts dran aussetzen. Aber 7000 Euro für einen Roller ohne irgendwelches Zubehör, das ist einfach unglaublich teuer. Kann man nicht anders sagen, ja, ist ein geiler Roller, aber er ist so teuer. Ich meine, dafür ist er in Deutschland gefertigt, ja, und das ist das, was man mit diesem Preis wertschätzt. Ich sag so, die Straßenlage ist schön, die Reichweite ist ausreichend, ja, die Beschleunigung nicht ab Null, aber ist auch richtig angenehm. Aber ist halt wirklich teuer und vor allem, wenn ich halt noch irgendwie was dazu konfigurieren möchte. Nehmen wir den 7000 Euro Roller. Ja, ich möchte ein paar Variationen haben in der Farbe, habe ich schnell nochmal 200 Euro drauf. Ich nehme noch einen dritten Akku, nochmal 1200 Euro drauf und das Topcase. Dann bin ich super schnell bei einem Roller, der über 9000 Euro kostet und dafür kriege ich halt ein richtig gutes gebrauchtes Auto auch schon. Oder zwei oder vielleicht sogar 325er Verbrennerroller und es ist schon... Es ist wirklich ein teurer Roller, kann man nicht anders sagen. Er macht wirklich Spaß zu fahren, aber er ist halt wirklich unglaublich teuer. So wie er jetzt hier bei mir steht, kostet der Roller 8500 Euro. Das ist schon... Hui. Also man muss wissen, ob es einem wert ist. Ich sag so, man macht hiermit nicht viel falsch, wenn man den kauft. Ja? Man muss einfach nur wissen, ob es einem das Geld wert ist. Und wenn es einem das Geld wert ist, bekomme ich einen richtig schönen, flotten Roller, mit dem es Spaß macht zu fahren und der richtig gut aussieht. Ich würde beschreiben mit geil, aber teuer. Das ist vielleicht das, wie es ist. Okay, danke fürs Zusehen, Fragen in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.